Du bist 50, dann bist du genau richtig hier. Du bist 23, dann bist du auch genau richtig. Und bist du dazwischen, bist du sowieso richtig hier. Mein Name ist Dunja Nieskens, ihr kennt mich, Make-up-Artist. Und das ist heute meine Tochter Jill, auch Visagistin. Und wir zeigen euch Make-up in verschiedenem Alter. Einmal mein Alter. Genau, und einmal mein Alter. Es ist auf jeden Fall super interessant zu sehen, dass es viele Unterschiede gibt, die man im Laufe des Alters beachten muss. Vor allem auch für junge Leute, weil wir alle in das Alter kommen. Deswegen zeigen wir euch heute die Tipps und Tricks. Genau. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Fangen wir mal an. Mit was fängst du an? Also ich würde jetzt die Foundation nehmen, also die CC Cream okay. Von Mary Kay würde ich nehmen. Also ich habe jetzt hier erstmal von der Firma Elf diesen Poreless Primer. Den benutze ich immer sehr gerne, weil mit zunehmender Zeit und zunehmendem Alter einfach die Poren ein bisschen größer werden. Das gebe ich mir dann hier so in die T-Zone. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Was denn? Ja, dass das jetzt hier schon so ein bisschen glatter ist. Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe jetzt hier von Perfect Match von L'Oreal die 3N. Und weil mir das so ein bisschen, ja, ein bisschen aschig, ein bisschen fahl vom Ton ist, mixe ich das mit der 3D, 3W und habe so für mich festgestellt, dass das also irgendwie optimal von dem Farbton her so ist. Ne? Das mache ich auch immer im Sommer, dass ich zwei verschiedene Töne mixe. Aktuell habe ich das helle, die helle CC Cream. Im Sommer nehme ich dann einfach den dunkleren Ton dazu, mixe das Ganze und trifft den Hautton eigentlich immer ganz gut. Ich habe jetzt hier so von L'Oreal More Than a Concealer, das ist die Farbe 330. Da mache ich mir gerne nochmal so in den Bereich der Wangen, drei Punkte da nochmal hin auf den Wangenbereich. Das ist so das Einzige, was mich da so ein bisschen auch noch stört, ne? Was ich mir da so ein bisschen mehr einarbeite. Mhm. Arbeitest du immer mit dem Pinsel oder, ja, oder auch mit den Händen? Also am liebsten, also jetzt für das Auftragen von der CC Cream benutze ich immer so einen Pinsel, klopfe das einfach so ein bisschen ein, drücke das an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das jetzt als nächstes mache, da habe ich diese Palette hier quasi. Und das mache ich mit dem Finger. Also da muss man ja darauf achten, das hast du mir ja sogar beigebracht, dass man den kleinen Finger benutzt. Weil der Kosmetikfinger, der Ringfinger, ne? Ja, genau. Weil der Zeigefinger hat ja viel mehr Kraft und gerade im Auge ist es wichtig, dass man vorsichtig drückt. Genau. Hast du was gelernt von mir? Genau. Nee, und das mache ich dann tatsächlich immer mit dem Finger, weil ich einfach finde, ja, an die Stellen vor allem so im Auge oder hier in der Augeninnenseite kommt man einfach am besten dran. Ich nehme im Übrigen hier gerne, die setze ich also kaum in die Fältchen rein. Das ist von Becker, so eine pfirsichfarbene Corrector nennt sich das. Ne? Und zwar Corrector, weil du korrigierst damit die Farbe. Ne? Wenn das also jetzt dunkel ist, siehst du, dann nimmt sich das weg. Mhm. Und in meinem Alter muss man immer darauf achten, dass man das mehr in dem vorderen Bereich macht, weil hier hinten gibt es ja schon so die ersten Fältchen und sag ich jetzt mal so, wie viele dann halt hier so komplett übers Auge arbeiten, ist so Ü40, Ü50 nicht mehr angebracht. Ne? Dann nehme ich ganz gerne noch, da bin ich auch ein riesen Fan von, hier von diese Bye Bye Under Eye, ne, von It Cosmetic, dann nehme ich mir auch so einen ganz, ganz kleinen Tupfen. Weil die ist ziemlich, guck mal, die ist ziemlich dick, ne? Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und die arbeite ich dann mit so einem Spray. Erstmal nehme ich dann hier den kleinen Beauty Blender. Dann gehe ich hier so rein. Dann ist das nicht so dick, ne? Und lässt sich einfach dann hier besser unterm Auge verteilen. Und dann mache ich eigentlich so ein Fixing-Spray drauf, ne? Dass es also gleich auch sich nicht nur besser verteilt, sondern dass es halt auch einfach fixiert. Ne? Ja, als nächstes nehme ich immer den dunkleren Ton, weil ich finde, dass ich um den Mund rum irgendwie immer total hell bin. Also irgendwie viel heller als, als der normale Hautton. Und nehme mal so ein bisschen dunkleren Ton und gehe da einmal drumherum.
Finde ich jetzt total witzig, weil gerade das, was die Jill da jetzt macht, also sich in den Bereich ein bisschen dunkler zu schminken, mache ich gerade wieder umgekehrt. Das heißt also, ich gehe hin und nehme also einen etwas helleren Puder oder auch einen helleren Concealer oder auch jetzt hier so in den Augenwinkel, um genau dann das Gegenteil zu machen, um das eigentlich wieder in das jüngere Alter zu bringen. Das ist schon witzig manchmal, ne? Das stimmt, ja. Also würde ich mich quasi gerade älter schminken. Wir gleichen uns dann ein bisschen an. Was benutzt du da? Ich benutze ein loses Puder. Mhm. Habe ich den Pinsel, gehe einmal drauf, klopfe das hier wieder so ein bisschen auf. Aus, genau. Dass eben ja nicht zu viel Puder am Pinsel dran ist und drücke das jetzt hier ganz leicht auf die Haut an. Also ich arbeite mit zwei Sachen gerne. Ich habe einmal halt diesen ganz, ganz wirklich feinen Puder hier von Charlotte Tilbury. Das ist die Nummer 2 und den mag ich sehr gerne. Das ist natürlich hier zum Mitnehmen die bessere Variante, ne? Also einfach dann den kompakten Puder. Denn wenn du mit dem losen Puder unterwegs bist, dann ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Wobei, wenn ich zu Hause schminke, mag ich auch sehr, sehr gerne hier von IT Cosmetic diesen Poreless Puder. Also das ist wirklich auch, was kann ich empfehlen für eine etwas reifere Haut, ne? Weil der das Hautbild auch sehr glatt macht und das Ganze halt auch wieder so ein bisschen ja, die Poren verfeinert, ne? Und das liebe ich ja sowieso, den habe ich dir im Übrigen auch hingelegt, den habe ich ihr Weihnachten geschenkt. Ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie kann ich damit nicht so viel anfangen. Was heißt das denn? Ich weiß es nicht. Also ich habe es bisher wirklich noch nie ausprobiert, weil ich einfach hier meine zwei Lieblingspinsel okay. habe. Das halt wie gesagt zum Auftragen von der CC Cream und fürs Puder. Also ich nehme jetzt schon hier so ein bisschen Bronzing-Puder. Ich mag es sogar auftragen vor den Augenbrauen. Ich weiß, viele tragen jetzt zuerst auch die Augenbrauen auf. Ne? Ich sehe mich gerne nach dem Make-up lieber ein bisschen frischer. Das macht mir ein besseres Gefühl. Und deshalb fange ich gerne mit meinem Bronzing-Puder an. Also ich würde jetzt mit den Augenbrauen weitermachen. Mhm. Ich kämme die immer erst so ein bisschen zurecht, dass sie schon mal in der richtigen Form sind. Ja. Und anschließend, also ich benutze dazu immer, es ist eigentlich ein Lidschatten, aber habe halt festgestellt, dass man den auch super verwenden kann, um sich damit die Augenbrauen zu machen. Da ziehe ich die einfach durch drüber, einfach um die kahlen Stellen immer ein bisschen auszugleichen. Also da habe ich für mich jetzt, ich nehme jetzt hier gerne von Benefit den Augenbrauenstift, die Nummer 2, und habe für mich festgestellt, dass der halt besonders gut auf der Haut malt. Das ist im Übrigen meine neue Palette, Orgasm von NARS. Das ist ein High-End-Produkt, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich bezahlt gemacht, ne? Also das hat alleine vom Highlighter her, ist das so toll. Kannst du als Lidschatten benutzen, kannst es so ein bisschen in die Augen Innenwinkel reinmachen. So, jetzt kommt mein Geheimtipp. Ich benutze einfach immer Haarspray, um die Augenbrauen zu fixieren. Weil ich mag das gar nicht, wenn das tagsüber, wenn die irgendwie verrutschen und wenn das alles nicht in Form ist. Deswegen kämme ich mir die einmal zurecht, die Augenbrauen. Mach mir ein bisschen Haarspray auf den Finger und drück das einfach hier an. Und dann bleiben die tatsächlich den ganzen Tag so. Ist im Übrigen auch ein guter Tipp, also für Männer, die sich ja in der Regel jetzt nicht schminken, aber die dann halt wirklich volle, buschige Augenbrauen haben und die in alle kreuz und quer stehen. Und da ist es also auch ganz gut, wenn man halt so ein bisschen damit arbeitet, ne? So, ich bin jetzt schon beim Lidschatten. Ich auch, genau. Gut, ich nehme einen Haselnusston und den Haselnusston, den mische ich mit Dusty Rose. Das ist so ein roséfarbener. Und hier mache ich es auch wieder mit kreisenden Bewegungen, gehe ich quasi nur in die Hälfte und verblende dann das nach vorne. Ne? Und so zeichne ich mir natürlich künstlich die Lidfalte. Ja, das sieht echt gut aus.
Also ich verwende immer einen ganz hellen Ton. Ich mag das immer, wenn das hell ist, bisschen glitzert. Dadurch, dass ich halt gerne einen schwarzen Eyeliner verwende, ja, mag ich es nicht, wenn sonst so viel Farbe dort ist. Genau, von daher nehme ich einfach immer was Helles, dass das Auge wieder ein bisschen öffnet. Nimm denselben Ton und mach den auch immer unter die Augenbrauen. Ja, dass es die Augenbrauen einfach wieder ein bisschen hebt. Ich fange jetzt mit Charlotte Tilbury. Da gibt es also einen braunen Kajal, der so Glitzerpartikel hat. Den nehme ich also immer so unter den Augen und ziehe mir den schon so ein bisschen zur Seite raus. Und der öffnet mir schon das Auge. Ne? Ach, das heißt, du machst das quasi unter den Wimpernkranz. Genau, genau. Das ist natürlich echt eine mega coole Alternative, anstatt es eben im Inneren anzumalen. Genau, ne? Also, das könnt ihr gerne mal ausprobieren. So, jetzt wage ich mich an den Lidstrich. Katastrophe. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie du das immer so perfekt hinkriegst, weil wenn ich meinen Lidstrich zeichne, dann bleibt der einfach so. Ja, also das lag auch jetzt nicht an dem Auftragen, sondern es ist tatsächlich so, dadurch, dass sich natürlich die Haut hier so ein bisschen grisselt, ne, dann ist es halt auch wirklich schwierig. Ich gehe hin, ich nehme hier von Isadora den Eyeliner, den lege ich einfach, siehst du, hier drauf und ziehe den einfach rum. Du legst den einfach drauf. Ich lege den einfach drauf. Siehst du? Ich drücke den einfach drauf und ziehe den weg. Das ist wie so ein Tattoo, weißt du? Ich drücke das drauf, ne? Und hab den dann. Also ich fange dann mal an. Ich hoffe, du rettest jetzt die Familienehre. Also ich bin jetzt hier schon bei der Wimperntusche und bin jetzt hier ein Fan von Essence Lash Princess und habe jetzt hier die grüne. Habe aber schon gesehen, dass meine Tochter die auch benutzt. Die nimmst du auch. Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Ich finde die auch richtig gut. Für den Preis. Also das ist auf jeden Fall student-approved. Genau. Ja, aber auch so, wenn du jeden Tag eine Wimperntusche benutzt. Ne? Die gehen eh immer relativ schnell leer. Ja. Ich habe jetzt hier von Charlotte Tilbury den Icon Nude. Mit dem male ich mir etwas über die Lippenlinie drüber, weil es auch so ist, also dass das Lippenvolumen ja auch mit zunehmendem Alter ein bisschen geringer wird. Und wenn man das also jetzt nicht aufspritzen lassen möchte, gibt es halt auch noch die Möglichkeit, halt mit einem Lipgloss zu arbeiten, der halt mehr Volumen gibt. Oder man geht halt hin mit diesem Icon Nude, also das ist ein Nude-Ton, den ich halt oberhalb ein bisschen der Lippen ausmale, ganz leicht etwas verwische und mir so etwas mehr Lippenvolumen kreiere. Schön geschummelt. Schön geschummelt. Genau. So, dann gehe ich hin und nehme den ganz normalen Lip Liner, damit mir das, die Lippenstiftfarbe auch nicht ausläuft. Wie schnell hast du denn deine Lippen getuscht? Ja, ratzifatzi. Jetzt nehme ich meinen Lippenstift. Da habe ich von Becker ganz schön Aprikoton. Der ist ganz schön geschmeidig, um die halt dann noch ein bisschen voller wirken zu lassen. Hier in das Lippenherz und in die Mitte der Unterlippe auch nochmal schön ein Gloss. Ja, vielleicht auch nochmal mit dem Highlighter das Lippenherz so ein bisschen zu betonen. Ja, so hat man doch schon einige Sachen dann, die man halt wirklich mit dem unterschiedlichen Alter auch ein bisschen beachten muss. Ne? Man kann halt einfach auch, wenn man jünger ist, viel kräftigere Farben nehmen und kann ein bisschen experimentieren. Also ich habe jetzt gerade den Lip Primer verwendet. Der zieht einfach die Lippen glatt, minimiert die Fältchen ein bisschen. Ja, das ist auch in jungen Jahren, vor allem für mich, wichtig, weil ich einfach super trockene Haut habe im Winter. Danach sieht der Lippenstift einfach viel schöner aus. Ich habe so ein, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar wie auch mit so einer Lippentinte. Das hält bei mir nämlich einfach ewig. Ist nicht ganz so leicht aufzutragen, wie zum Beispiel Lippenstift. Das hier ist wieder so ein bisschen riskante Angelegenheit. Da muss man nicht einfach wirklich perfekt malen, weil wenn man drüber gemalt hat, ist es ein bisschen schwierig wegzukriegen.
Dementsprechend ziehe ich Blindfisch jetzt auch mal meine Brille auf, damit ich hier nicht drüber male. Aber ich muss sagen, dass wirklich viele Handgriffe einfach schon so Routine geworden sind. Das ist tatsächlich so, man kann alles lernen. Also da machen wir vielleicht auch mal ein Video, wenn man nicht so geübt ist, welche Produkte am besten funktionieren. So, ich finde, das sieht doch schon super aus. Klasse geworden. Das wäre nichts gewesen. So, ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Dass also unser Video Anregung war, dass also Make-up mit 20 Spaß machen kann oder 23 und also Make-up auch mit 40, 50 Spaß machen kann, dass also man auch das ganz toll mal mit seiner Tochter machen kann. Ne? Ja, und es ist wirklich auch cool. Also ich liebe es, mit meiner Mami zusammen zu schminken, wirklich. Ja, und wie gesagt, ist natürlich auch so eine Sache im Lockdown, ne? Was will man groß machen? Man kann nicht so weg und wir haben viele Sachen ausprobiert und freuen uns, dass wir euch heute dieses Video zeigen konnten. Bis dann. Tschüss. Bis dann.